Hallo ihr da draußen. Hier ist Wolfgang aus Flensburg. Ich wollte eigentlich nur ein ganz kurzes Video drehen. Ich wollte mich mal als Tierfilmer versuchen, weil ich erzählte euch doch, hinter mir in dem Busch brütet eine Amsel. Aber da ich keine Kamera habe, also eine normale Videokamera, sondern nur eine so aufgesteckte von Logitech mit einem Kabel, klappt das nicht, weil ich habe es zweimal probiert und jedes Mal, wenn ich bis auf ein halbes Meter an das Nest ranging, dann flog sie verschreckt weg. Und das habe ich einmal gemacht oder zweimal, einmal von hier und einmal von der anderen Seite vom Küchenfenster von innen hinterm Vorhang durch. Da war es durch die Scheibe kaum zu erkennen und sie erschreckte sich, flog weg. Und ich möchte das der jungen Mutter unnötigen Stress ersparen. Deswegen muss ich sagen, mein Versuch als Tierfilmer hat nicht geklappt. Naja, ich sitze hier in der Sonne auf der Terrasse und habe mir meinen Coco rausgeholt. Und als kleinen Ersatz könnt ihr sehen, wie Coco eine Kirsche frisst. Ich hoffe, hier, da, Kleiner. Jetzt macht er erst einmal schnell den Stiel ab. So, jetzt macht er den Stiel ab und jetzt führt er sich gemütlich die Kirsche. Jetzt frisst er sie. Ne, Koko? Ja, du bist doch. Ne? Ja, er ist jetzt ein bisschen verstört, weil er nicht genau weiß, was ich hier mache mit dem schwarzen Teil. Ich stecke die Kamera mal wieder auf. Ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch eigentlich die brütende Amsel zeigen, aber das ging schief. Naja, dann seht ihr einen kirschenfressenden Papagei. Das ist auch nicht schlimm. Ja, sonst, die Sonne ist noch schön da, obwohl die für heute Nachmittag ein Gewitter angesagt haben. Aber das wird wohl nur ein bisschen Regen werden. Nicht so schlimm wie die Leute in Nordrhein-Westfalen das hatten. Ja, ich trinke heute ausnahmsweise kein pures Bier, sondern ein Alster. Für die Leute jenseits der Weißwurstgrenze, es ist ein Radler. Prost, kann man auch mal gut haben, vor allen Dingen bei dieser Schwüle und bei dieser Hitze. Ja, jetzt will ich noch einmal ganz kurz, wenn ich schon mal Tierfilmer bin, euch zeigen, wenn Coco duscht. Das hat er unheimlich gerne. Das mag er leiden. Ja, Coco, ja, das magst du, nicht? Ja, nee, guck mal. Ist das schön? Ja. Guck mal. Ja, wir gucken doch. So, jetzt ist er wieder fürchterlich nass. Und das mache ich jetzt gerade bei der Wärme, wenn er draußen ist, öfter. Er hat das zum Beispiel auch unheimlich gerne, wenn ich seinen Käfig sauber machen will, dann ist er oben auf, er kann raus und vorne ist er auf, aber er bleibt drin sitzen, weil ich dann den gesamten Käfig, natürlich unten das Sand und alles ist raus, schiebe ich den unter die Dusche in unserem unteren Badezimmer. Und mit lauwarmem Wasser spüle ich den ganzen Käfig auf und der Bengel, der bleibt auf der Stange sitzen und findet das also ganz fantastisch, wenn da der warme Duschstrahl kommt. Naja, das war's eigentlich. Ich wollte euch noch kurz erzählen, ich rauche hier die dicke Bertha von Henrich. Ist richtig toll. Jetzt ist sie allerdings aus. Ich muss mal nachfeuern. Und da drin habe ich Bierchens Nummer 2 von Holter Bier. Das ist also ein wunderschöner Virginia Plug. Ich hatte noch eine kleine Probe. Die hatte ich zerfasert und die führe ich mir gerade zu Gemüte. An das Teil werde ich mich wahrscheinlich heute Abend oder morgen mal ranwagen. Schmeckt ausgezeichnet und
wie gesagt, in dieser dicken Bertha ist es einfach fantastisch. Die verzeiht alles. Die wird nicht heiß, kann sie ja auch nicht, bei dem Holz, was da drumrum ist. Da könnte man zwei draus machen, aber es ist ein richtig schönes Rauchen. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte noch den Nachmittag noch hier genießen. Und ich hoffe, diejenigen unter euch, die arbeiten müssen, haben jetzt Feierabend bald. Naja, noch nicht, aber bald. Und können auch noch ein bisschen den schönen Tag genießen. Noch ein Feierabendbierchen trinken oder was auch immer. Oder sich um die Familie, um die Kinder kümmern. Ja, und die so wie ich sind, Rentner oder Urlauber, genießt die Zeit, genießt das schöne Wetter. Wer weiß, wie lange wir es noch haben. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Flensburg.